Ja, das Wesen ist, dass die Liebfrauenkirche eigentlich die Kirche der Bürger in Koblenz war und eigentlich auch noch ist. Die anderen beiden großen Kirchen, die wir aus dem Mittelalter noch haben, eben die Stiftskirche St. Castor und Florin, das waren Stiftskirchen. Das heißt, das waren klosterähnliche Einrichtungen, häufig auch für den Adel. Aber das hier ist die Kirche, ja, man könnte sagen, die Pfarrkirche, ne? Also die Kirche der Bürger von Koblenz. Wird ja auch so ein bisschen immer noch deutlich. Hier vorne hat man so in Dialekt hingeschrieben, an der Oberpfarrkirche, ja, also um zu sagen, das ist die Oberpfarrkirche. Jetzt läutet es gerade und deutlich wird das auch immer um 10 Uhr abends, jeden Tag. Dann kommt nämlich volles Geläut hier von der Liebfrauenkirche, weil das die Stadtkirche ist, und volles Geläut, das ist die sogenannte Lumpenglocke, die vielleicht einige dann wach macht oder die anderen erinnert. Lumpenglocke deshalb, weil es hieß, um 10 Uhr gehen die Stadttore zu und Lumpen kommt rein, gleich kommt er nicht mehr in die Stadt. Wenn man sich hier umschaut, wir sind mitten in der Stadt. Ja, die Häuser sind ganz nahe an der Kirche. Fotografen haben oft das Problem, wenn sie die Kirche fotografieren wollen, die gehen ganz zurück und kriegen sie nie ganz drauf. Ich finde das schön, weil eben, ja, symbolisch gesprochen, es ist eben das Haus Gottes mitten unter den Häusern der Menschen. Nicht viel Platz dazwischen. Das ist wie ein Hausschild sozusagen. Aha, das ist eine Marienkirche. Ja? Und das ist ja die Himmelskönigin, so wie sie dargestellt ist. Man sieht also Krone und Zepter, Zeichen der Königin. Und der kleine Jesus hat den Reisapfel in der Hand. Und dann kommt etwas ganz Besonderes, nämlich noch die Kette. Sie hat eine Kette um. Das ist nicht so häufig, dass Maria eine Kette um hat mit einem Medaillon. Und das deuten wir natürlich gerne als die Bürgermeisterkette. Maria ist die eigentliche Chefin der Stadt. Der momentane Oberbürgermeister Hoffmann Göttich ist immer nur der Stellvertreter von Maria. Sie ist die Chefin. Eine Bürgerkirche ist natürlich auch die Kirche, wo die Menschen Sachen hinbringen von Kirchen, die untergegangen sind. Durch die Säkularisation sind ja fast alle Klosterkirchen aufgehoben worden. Und so sind zum Beispiel diese beiden Figuren aus der Dominikanerkirche hier in Koblenz, also aus der Weißergassen. Und die eine Figur ist eben Maria, dargestellt mit einer Lilie. Das ist die Darstellung Maria als die Immaculata, als die Reine. Und zum Zeichen ihrer Reinheit hat sie die Lilie in der Hand. Und ich sage dann immer, diese Maria ist so mit ihrer Reinheit beschäftigt, mit der Lilie, dass der Josef das Kind in der Hand hat. Und das ist auch wunderschön. Ich sage immer, neue Männer braucht das Land, die sich auch um die Kinder kümmern. Unser Josef war schon immer so einer. Zum Altar gehört auch das Altarkreuz. Und die haben sich was ganz besonders Schönes einfallen lassen, nämlich sie haben diesen Christuskorpus, den Korpus des Gekreuzigten genommen. Und das ist wohl der älteste Christuskorpus, den wir in unserer Stadt haben, aus dem 14. Jahrhundert, soviel ich weiß. Und haben diesen Korpus, diesen alten mittelalterlichen Christuskorpus, ja, eigentlich auf eine Astgabel gesetzt. Ja, das ist eine Astgabel, und wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass sie dort Knospen, dass der Ast Knospen hat, und unten im Knauf ist auch noch eine Traube. Ja. Symbolisiert natürlich, dass das Holz nicht tot ist. Ja, Knospen heißen ja, da wird es grünen. Ja. Aus dem toten Holz entsteht Leben. Also die Kreuzigung mit dieser Sicht auf Ostern. Oder man könnte sagen, an Karfreitag schon Ostern andeuten. Also aus dem Tod kommt das Leben, ja, ein Hinweis auf die Auferstehung.